Hallo Welt, da sind wir wieder hier in unserem Baumhaus. Wir brauchen ein paar Stöcker noch, 6 Stück. Die können wir sogar tragen, haben wir aber nicht mehr im Lager. Also dürfen wir einmal aufstehen. Dann haben wir das Bett hier. Nee, haben wir auch noch nicht fertig. Und ein Seil könnten wir auch noch gebrauchen. Wie war das? Stöcker und Seile? Also, ich weiß, dass unten Stöcker gewachsen sind letztens. Habe ich gesehen. Da waren aber die ganze Zeit die Kannibalen. Aber die Spar scheint ja gar keiner zu sein. Aber ich sehe auch diesmal die Stöcker nicht, dass die da wachsen. Sind schon Bäume draus geworden. Ach, im Regen sind die doch niemals unterwegs, oder doch? Ja, die sind manchmal sind die unterwegs. Doch, die machen das manchmal. Reicht. Wenn wir die alle abholzen hier, die Bäume, und das da drauf schmeißen und dann nur wegkarren. Das wird reichen. Ja, sollten wir mal machen. Was brauchen wir jetzt? Stöcker. Stöcker wären besser. Aber wir brauchen sowieso noch Fell. Von daher können wir uns das auch schenken mit den Stöckern. Die werden wir schon zwischendurch mal irgendwo sehen. Und dann werden wir sie uns so... Nein, nicht in die Luft. Schön den Baum hier. Und nach Möglichkeit nicht in den Teich und auch nicht... Wow! Naja, schmeißen wir mal gleich hier rein. Auch nicht auf uns. Auf den Teich und nach Möglichkeit nicht auf den Wagen, wollte ich sagen. Das ist doch schon ein Stock. Hat sich doch schon. Geht doch alles. Das war nicht wir. Von dem Geräusch her gerade, oder doch? Wer schreit denn da so? Das war aber nah. War das ein Vogel? Ach, wo? Was? Was war das denn jetzt? Aua! Gar nicht wahr! Lass das sofort sein! Was hat die uns genannt? Boah, da kommen sie. Ganz ausgetüfteltes System hier, außerdem mit dem Baum. Das bringt nichts. Wir brauchen, wenn, dann brauchen wir einen Baum, dass wir da noch weiter wegkommen hier. Also zum nächsten Baum sollten wir wenigstens kommen. Na. Haben Sie uns? Können Sie uns sehen? Man hat hier nirgends seine Ruhe, habe ich den Eindruck. Wie ist das eigentlich mit Insekten hier? Können wir ja Spinnen haben wir gesehen. Aber Bienen? Kann man denn keine Bienen züchten? Damit die Beeren auch mal richtig bestäubt werden. Die Büsche von den Beeren, meine ich. Vielmehr. Ja,
Rennen die immer noch da unten rum? Oder? Nee, ich glaube, die sind schon wieder. Ja, die sind schon wieder weg. Ne, die stören immer nur kurz und dann hauen sie ab. Das kann ich aber auch. Wofür brauchen wir jetzt eigentlich? Wofür sammeln wir die eigentlich hier? Ich weiß nicht, die braucht man immer. Man braucht auch immer Holz. Da waren noch einer. Wenigstens einer hängt hier noch irgendwo. Nicht mehr zu sehen jetzt. Doch da. Echt? So viel passt da drauf? Hey, Kröte! Fast geschafft. Und wir wundern uns, dass die uns nicht leiden können. Aha, einmal ist Schluss. Auch macht schon Spaß, den Schlitten hier so rumzuschieben. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut geht, aber jetzt kommen die Steine hier. Besser als so ein Lager, oder nicht? Oder meine ich das nur? Ach. Stücke 5, Baumstämme einen, genau, der gehört hier noch rein und Seile, Hasenfälle, ach du meine Güte, ah, Moment, unsere Hasenfalle. Ach, jetzt haben wir die Schildkröte angeditscht und die läuft da einfach weiter. Na gut. Ach, das ging ja schnell. Och, ja, ulkig, putzig und wir haben keine Stecker. Okay. Die müssten doch eigentlich hier überall rumliegen, Stecker. Eigentlich schon. Aber dann doch irgendwie nicht. Da oben ist eine. Die laufen da lang, wir laufen hier lang und alles ist gut. Wir stören die doch auch nicht. Sollen sie uns doch auch nicht. Ach so. Das machen wir aber kaputt. So was wollen wir nicht bei uns in der Gegend haben hier. Wie viel haben wir? Stöcke? Ein Stock kommt da raus aus so einem Ding. Ah, da bekommen wir Seile vielleicht. Ja, Stöcker. Mit Stöckern sieht es ja auch nicht so gut aus. Ich wusste gar nicht, dass hier in der Nähe schon so Hütten stehen. Hm.
Kein Wunder, dass die uns immer sehen. So viel Holz, als ob wir schon hier gewesen wären. Nö, dann bauen wir lieber noch so eine Falle auf. Seile hier drin. Stöcker. Nö, das vorher war schon gut. Wie kriegen wir das wieder? Gar nicht mehr. Schade. Stock und Stock. Was haben wir hier Schönes? Stoff gesammelt. So, nichts wie weg. Seile haben wir hier nicht bekommen, aber immerhin Stoff und Stecker. Ach komm schon. Wir fangen erstmal 4 Hasen, fangen wir, und dann machen wir uns erst dran, die zu häuten oder was man damit macht. Warum bauen die hier bei uns sowas? Wollen die uns ärgern? Da bringen die uns aber wenigstens Stoff und so. Oh, Moment, wir können doch einen Totenschädel wieder tragen, dachte ich. Nee. Ist das wieder dunkel? Wo ist da? Müssen wir hin. Ich kann gar nichts sehen. Ich laufe nur auf das Haus zu. Das ist ja unschön. Ah, doch. Gut, dass wir die eingesammelt haben hier, den einen leuchtenden, und dass wir den hier so auf die Spieße gelegt haben, da leuchtet er. Nein. Lass uns. Dann bauen wir halt erstmal einen Stuhl oder so. Wo ist das Seil? Zieh das Seil hoch. Das macht er auch nicht. Okay. Ach doch, hier können wir auch schlafen. Wie das denn? Auf dem Boden einfach. Uns alles andere sparen können. Ja, aber das weiß man nachher erst. Das kann man ja nicht wissen. Vorher. Woher soll man das wissen? Ach, der hat hier schon wieder alles kaputt gemacht. Oh, geht's uns so gut, dass wir hier den ersten Slot benutzen zum Abspeichern? Nein, wir sind fast am Verhungern. Das war jetzt keine... Oh, hier haben wir aber genug zu essen. Ja, dann. Na, genug hat man nie. Einen
Ach, was essen wir denn hier? So viel müssen wir gar nicht. Einen. Da haben wir nur einen Kern rausbekommen aus den vielen, vielen Sachen, die wir da gegessen haben. Ich bin dafür, dass wir hier, naja, unten in der Nähe auch noch einen Garten oder so etwas aufbauen. Da habe ich aber in den Büchern noch was anderes gesehen. Haben wir jetzt unsere Ruhe hier einigermaßen? Wie sollen wir denn eine Seilbahn und sowas alles bauen? Oh, werden wir schon hinterkommen. Im Buch? Ja, genau, hier. Was ist das? Eigenes Fundament. Das ist zum Beispiel schon mal interessant. Sowas hier habe ich gesehen. Wie ist das denn zu verstehen? So schön hoch. Aha. Ja gut, das wird dann teuer, wenn das so hoch ist wahrscheinlich. Das sind einfach nur so Türme. Das ist doch auch nichts. Ja, wenn man raufklettern könnte, dann wäre das schon schön. So. Wo haben wir denn? Da war so eine Hängebrücke noch. Geht das wohl da oben dran? Ich sehe das gerade noch so. Von der Seite am besten. Und jetzt? Ach, geht nur am Baum vielleicht? Aber der ist wieder zu klein wahrscheinlich. Nee, geht nix. Baumbrücke ist nix. Okay. Baumplattform. Ja. Haben wir aber. Geht nicht. Einfache Treppe. Eine grundlegende Wand. Eine Wand mit Fenster. Oh, eine Wand mit Tür. Ja. Kletterseil. So. Können wir auch nicht hier dran. So, Baumharzsammler. Ja. Ach, da brauchen wir den Topf. Nee, wir haben ja nur den einen Topf. Ich weiß gar nicht, wo wir den her haben. Wahrscheinlich noch aus dem Flugzeug. Ach, das wird wahrscheinlich nie was mit dem Baumharzsammler. Was, wie viel brauchen wir denn hierfür zum Beispiel? 13? Und hierfür 15. Ich frage mich nur, was wir dann davon haben. Ja, Baumharzsammler ist bestimmt ganz gut, aber den Topf weiß ich nicht, wo wir den herbekommen sollen. Ja, suchen. Müssen wir ein bisschen rumlaufen hier mal. Ach, jetzt haben wir sowas Unschönes angezogen hier.
Feuer hat mir gefallen, die dunkle Jacke. Aha, dann werden wir also in der nächsten Folge hier weiterbauen. Und diese Folge ist vorbei. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare bedanke ich mich auch noch, wollte ich doch sagen. Und für eure Likes. Und Daumen hoch für euch. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.